Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch an der wunderschönen Goldküste und wir sind jetzt, das kann ich euch mal kurz zeigen, in Anvil, hier unten in der Hauptstadt. Und zwar sind wir jetzt hier auf diesem Bötchen, beziehungsweise direkt daneben. Und da gibt es die nächste Quest für uns. Hey, niemand kommt ohne meine Erlaubnis an Bord, der Vagabund. Das macht mal hier rüber. Wir haben schon einiges zusammen erlebt, Captain Jamila. Oh, Jone und Jode, ein freundliches Gesicht. Einen Augenblick lang dachte ich, ihr wärt nur noch so eine Erpresserin von den Rotsegeln, die versucht, mich völlig auszuquetschen. Piraten werden schnell mit der Vorstellung von Abgaben und Steuern warm, solange sie selbst sie eintreiben können. Haben die Rotsegel euch ausgeraubt? Die Gebühren in einem ehrlichen Hafen will ich ja gerne stemmen. Aber in Anvil nehmen sie einen ständig aus. Mit allem, was den Schergen der Gouverneurin gerade so einfällt. Schiefer Landungssteg, Steuer für unverteutes Anlegen, Seepockeninspektion. Ihr kommt nicht aus der Gegend, oder? Nein, ich bin nicht aus Anvil. Möchtet ihr mir helfen, diesen Halunken ein Schnippchen zu schlagen? Ich weiß zufällig, dass ihr verlogener Hafenmeister sein Gold nicht den Banken von Anvil anvertraut. Wenn ihr mir helft, den Narren aus seiner eigenen Tasche zu bezahlen, könnt ihr den Löwenanteil der Beute behalten. Ich bin dabei. Was ist euer Plan? Ich weiß nicht genau, wo Karmar sein Gold versteckt. Doch ich weiß, dass dieser Faulpelz einige seiner treuesten Schergen einsetzt, um Gold abzuliefern, wenn er keine Lust dazu hat. Sie lassen oft an den Docks die Würfel rollen. Wenn ihr überzeugend genug seid, dann bin ich sicher, dass sie euch die Lage des Schatzes verraten. Was werdet ihr tun, während ich den Piratenschatz des Hafenmeisters ausfindig... Privatschatz des Hafenmeisters ausfindig mache? Ich werde eure Ablenkung sein. Ich gehe davon aus, dass der Hafenmeister bald seine Runden macht. Und er wird nicht glücklich darüber sein, dass ich meine Gebühren noch nicht bezahlt habe. Ich werde ihn hier festhalten und mit ihm streiten, während ihr sein unrechtmäßig erworbenes Gold besorgt. Wie habt ihr vom Privatschatz des Hafenmeisters Kamar erfahren? Kamar ist ein Prahlhans und ertrinkt wie ein Nord. Das sicherste Rezept für Narreteien aller Art, das es je gegeben hat. Er hat mir sein Geheimnis verraten, als er versucht hatte, mich unter den Tisch zu trinken. Ich erinnere mich noch an den Wortwechsel, er nicht. Zu schade für ihn, ja? Ja, man sollte niemals versuchen, einen Captain unterm Tisch zu saufen. Wir müssen da vorne hin. Nun. Schlimm, wenn ich die hier alle stehen lassen muss und mich umbringen kann. Aber das würde die Folge zu weit hinauszögern. So, den Bereich hier kennen wir ja schon von unserem Start hier. Da müssen wir jetzt diesmal noch hin. 20, ja? Es sei denn, das ist zu viel für euch. Ich habe Pause. Lasst mich hier spielen. Ich müsste euch etwas über den Hafenmeister fragen. Sucht euch wen anders für euren Kram. Ich will hier nur in Ruhe würfeln. Kamar schickt mich, um eine Abhebung zu tätigen und er ist etwas ungeduldig. Aber ich sage ihm einfach, dass ihr zu beschäftigt seid. Wartet, wartet. Nun lasst uns nicht voreilig sein. Hier bewahrt er sein Gold auf. Zwackt euch doch für eure Mühen ein bisschen was ab. Das fällt ihm nie auf. Danke für den Hinweis. So, was heißt jetzt, hier bewahrt er seinen Schatz auf? Das ist das dritte Mal, Gurk. Lasst mich mal die Würfel sehen. Ihr beschwert euch nur, wenn die Würfel euch im Stich lassen. Glück ist wie eine Guarweide. Man muss vorsichtig sein, wo man hintritt. Da hat er nicht ganz Unrecht. So, der Schatz ist irgendwo hier oben. Hier muss ich nur ein bisschen aufpassen, genau, weil hier nämlich überall... Bewacht er jetzt den Schatz? Der steht so da hinten. Nee, das ist tiefer, Moment. Ach,
Ja, ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Oh, ich hätte doch lieber den Troll vorher kaputt machen sollen. Ich dachte, ich muss es nur rausholen. Okay, perfekt. Du hast mich nicht gesehen. Gut, dann geht's weiter. Basti? Doch, du bist noch da. Ich wollte gerade sagen, der ist so leise. Das bin ich nicht gewohnt von ihm. So, hoho. Wir sind ein bisschen zu schnell. Captain, ich bin wieder da. Nächstes Mal leidet mehr als nur euer Stolz. Einen Augenblick, Kamar. Ich habe Besuch. Meine Freundin, ihr kommt ungünstig. Ich muss die Gastgeberin für den König der Skeva spielen. Und er hat nicht genug Verstand, um zu merken, dass er nicht mehr willkommen ist. Ich wollte nur sehen, wie die Verhandlungen laufen und ihr den Privatschatz zuschieben. Ha! Verhandlungen! Nennt es doch beim Namen. Erpressung, Schutzgeld. Es würde uns allen so viel Zeit sparen, wenn sie einfach die Masken fallen lassen und mich ausrauben würden. Gute Arbeit. Lasst mich diese Narren bezahlen, damit ich ihn loswerde. Ich überlasse euch dann mal euren Geschäften. Ich habe eure Beschwerden satt. Zahlt. Sonst beschlagnahmen die Rotsegel dieses Schiff. Gut, nehmt euer Lösegeld und erstickt daran. Na also... War das nun so schwer? Schwer ist, euch mit meinen Krallen nicht den Hals aufzuschlitzen. Ich habe mir fast die Zunge abgebissen, um das Lachen zu unterdrücken. Kamar stolziert nicht durch die Gegend, sondern schwabbelt eher wie ein halbvoller Wasserschlauch. Er ahnt nicht das Geringste von dem Pech, das ihn gerade ereilt hat. Das ist zu viel. War es nicht ein bisschen riskant, ihm so zu drohen? Das war nur das, was er von mir erwartete. Wenn ich meine Niederlage zu früh eingestanden hätte, wäre womöglich sein Misstrauen geweckt worden. Er schien mir von der Scharade überzeugt, weshalb er den Diebstahl wohl eine Weile nicht bemerken, geschweige denn uns für die Diebe halten wird. Ich hätte jetzt gerne meinen Anteil. Hier, das ist der Großteil dessen, was übrig war. Nachdem ich dieses wandelnde Magengeschwür ausbezahlt habe. Dank euch mache ich bei dieser Reise am Ende vielleicht doch keinen Verlust. Viel Vergnügen in Anvil, meine Freundin. Ich hoffe bloß, ich muss diese widerlichen Docks nie wiedersehen. Ja, und wir haben eine unidentifizierte Ausrüstung von Sitis Berührung erhalten. Es wird gut tun, wieder Wind im Fell. Und Seeluft in der Nase zu haben. Ich kann es nicht erwarten, in See zu stechen und Anvil hinter mir zu lassen. Wie ist das Leben als Freibeuterin bei der Marine von Königin Iron? Gewinnträchtig und gefährlich. Ich schippere gerne weiter Truppen für ein bisschen leicht verdientes Gold durch die Gegend. Aber sobald die Königin uns befiehlt, unsere Krallen zu zeigen, gehorchen wir. Schon so mancher Kapitän hat den Fehler gemacht, die Vagabunden nicht als Bedrohung zu sehen. Sehr zu meinem Nutzen. Seid ihr irgendwelchen Meereselfen begegnet, seit wir gemeinsam Peledil ausgeschaltet haben? Ah, die Geschichte von der Vagabund und der wilden Seeschlange der Maorma. Sie wird mit jedem Mal größer. Ihr werdet womöglich amüsiert, wenn ihr hören würdet, was sich der Mannschaft zufolge an jenem Tag zutrug. In Hafenstädten ist das ein ziemlich beliebtes Garn. Was sagt man über mich? Wir wurden von 100 Meereselfen angegangen und waren hoffnungslos umzingelt. Doch dann habt ihr sie alle bezwungen, mit bloßer Faust und an einem Tau durch die Gegend schwingend. Danach seid ihr auf den Rücken der Seeschlange gehüpft. Und habt sie mitten in die Bordwand des Maorma-Schiffs hineingelenkt. Das klingt sehr dramatisch. Findet ihr? Das ist noch der zahmste Teil.
Nach allem, was man hört, hat eure Schlacht mit Peledil die See erbeben lassen und den Verlauf der Küste verändert. Es heißt, ihr hättet die Seeschlange zu eurem Reittier gemacht. Ach, es freut mich, dass es euch noch immer so gut geht, meine Freundin. Ja, und... Ach so, wir können das noch öffnen, genau. Beinkleider haben wir bekommen, sehr schön. Das ist auch, meine ich... Töte dir einen Feind. Nee, das ist doch nicht das Gute daran, aber egal. Es gibt ja zwei verschiedene Sets hier drin. Ja, dann werde ich jetzt mal schauen, weil wir jetzt gerade mal 10 Minuten ungefähr durch haben. Ich denke, dass ich dann noch die Quest hier oben dazu schneiden werde, weil ich bin mir nicht sicher. Ich denke, hier die Quests, die könnten etwas länger sein. Das heißt, ich werde mich gleich mit euch wieder in Galas Agea treffen. Bis gleich. Seht ihr, war das nun so schwer? Dieser bittet um Verzeihung, dass er solches Ungemach verursacht hat. Aber Ras weiß alles, was ihr ihm erzählt habt, sehr zu schätzen. Meine Freundin, was für ein glücklicher Zufall. Dieser hätte nie gedacht, euch beim Herumschleichen in einer Aileiden-Ruine zu finden. Da ihr schon einmal hier seid, helft ihr Ras doch sicher dabei, mit einer gefährlichen Kriegsverbrecherin fertig zu werden, ja? Eine gefährliche Kriegsverbrecherin? Nur die berüchtigte Schlechterin von Braviel, Hauptmann Jaina Apinia. Mein gesprächiger Gefangener hat mir endlich den Aufenthaltsort des Hauptmanns offenbart. Und sie ist nicht weit. Sie ist sogar ganz nah. Bald wird Ras sie mit eurer Hilfe für ihre schrecklichen Kriegsverbrechen büßen lassen. Was genau war es denn, dass Hauptmann Apinia getan hat? Das feige Ding und ihre Getreuen sind aus der Kaiserstadt geflohen, als die Ketten vom Himmel fielen. In Braviel stahlen sie wertvolle Schätze, um sich ihr Ausscheiden aus dem Dienst zu versüßen. Als sich der Bürgermeister beschwerte, befahl sie ihren Soldaten, alle zu töten. Nun muss Ras ein Exempel an ihr statuieren. Ich werde euch helfen, euch um diese Kriegsverbrecherin zu kümmern und diese Dinge zu bergen. Dieser hoffte, dass ihr das sagen würdet. In der Vergangenheit waren wir ein äußerst exzellentes Paar. Ras schlägt vor, wir trennen uns, um ein größeres Gebiet abzudecken. Findet den Hauptmann und die Gegenstände. Und falls ihr sie vor mir findet, dann grüßt sie bitte von Ras. Und zwar mitten ins Herz, ja? Erzählt mir von den Gegenständen, die gestohlen wurden. Offizielle Kleinode. Von einem gewissen Wert für die richtigen Leute, wie Ras vermutet. Aber sicherlich am ehesten für die Bürger von Braviel. Schauen wir mal. Da wäre das Siegel der Stadt, das Hauptbuch des Steuereintreibers und der Siegelring des Bürgermeisters. Ihr versteht, warum Braviel sie zurück will, ja? Was treibt Hauptmann Apinia in diesen Ruinen? Ras Freund hier, ein Pirat auf dem Schiff, das Apinia anheuerte, hat gemeint, sie hätten bei den Vertretern der Goldküstenhandelskompanie eine sichere Zuflucht gefunden. Ras hat aber keine Ahnung, was sie in den Ruinen wollen. Dann ist die Goldküstenhandelskompanie also böse? Böse? Ras schwingt sich ungern zum Richter auf. Gierig auf jeden Fall. Wenn Ras die Spendierhosen anhat, schickt er dem Anführer der Kompanie vielleicht Apinias Kopf, wenn wir hier fertig sind. In der Zwischenzeit hält mein Freund die Füße still, während wir auf der Jagd sind. Oder er muss sterben. Ras kann sich nicht entscheiden. Es ist schön, euch wiederzusehen, mein Freund. Ras freut sich auch, euch wiederzusehen. Was für ein Abenteuer wir doch erlebten, als wir Königin Eiren halfen, ja? Aber wir können später in Erinnerungen schwelgen. Dann saufen wir uns einen an und erzählen uns spannende und lustige Geschichten. Doch jetzt haben wir eine Kriegsverbrecherin zu bestrafen. Hat Königin Eiren euch zur Goldküste geschickt? Die Augen der Königin blicken so weit, wie es notwendig ist, meine Freundin. Ras würde euch das Gleiche fragen, aber dieser denkt, es wäre besser, die Antwort darauf nicht zu kennen, ja? Trotzdem ist Ras froh, dass ihr hier seid. Und nun lasst uns gehen und uns um Hauptmann Apinia kümmern. Ich finde es ja schon schlimm genug, dass die immer wieder neue Fragen stellt, während er immer wieder gesagt hat,
Lasst uns um sie kümmern, lasst uns um sie kümmern. Mein Weg ist eigentlich immer der gleiche, wobei es eigentlich egal ist. Also ich gehe auf jeden Fall immer hier unten rechts rum, gehe dann hier noch ein Stückchen zurück, hol dann hier den Siegelring und gehe dann hier oben hin, töte den Hauptmann, beziehungsweise die Frau halt, gehe hier wieder zurück, berge das Hauptbuch, da ist dann nochmal ein Boss, vielleicht können wir den auch mitmachen und dann laufe ich so wieder hier raus. So, wenn ich mich jetzt nirgendwo verlaufe, dann könnt ihr gleich sehen, was ich gerade erzählt habe. Hier gibt es allerdings überall Fallen. Ich glaube, hier vorne noch nicht, sondern erst hinten. Aber die sind teilweise extremst nervig. Da müssen wir dann gleich drauf aufpassen. Aber ich glaube, das war in diesen längeren Gängen, wo die Fallen drin waren. So, einmal das Hauptbuch. Stimmt gar nicht. Das Stadtsiegel. Wie komme ich jetzt auf Hauptbuch? Ich habe keine Ahnung. So, da gibt es nochmal zwei. Man kann sich auch anschleichen. Das habe ich auch schon mal gemacht, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit hatte. Das ist auch immer ganz wichtig. Ich glaube, beim allerersten Mal bin ich sogar hier komplett durchgeschlichen. Also durchgeschlichen und habe dann die Leute getötet, die mir dann im Weg rumstanden. Hm, da hinten war das genau. So, Siegelring, Siegelring hier. Aber das war halt damals, da war ich noch wesentlich kleiner mit meinen Char. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das sind so viele Leute. Ich muss hier irgendwie durch, ohne getötet zu werden. Und warum sind ja meine Hände immer kalt? Weil du unterkühlt bist, Basti. Du bist ein Kaltblüter. Das Problem habe ich auch. Deswegen sollte man auch im Winter immer was Warmes trinken. Am besten Tee oder zur Not halt eben auch Kaffee. Und dann wird das so ein bisschen ausgeglichen von innen. Und man sollte sich natürlich auch immer warm halten. So, das schnappen wir uns natürlich auch alles, was hier steht. Ich auch noch eben. Ich glaube, ich bin auch sonst irgendwann nur noch da durchgelaufen, aber so, da müssen wir jetzt erstmal rum. Und dann kommt Ras gleich. Aber vorher müssen wir natürlich erstmal die ganzen Vorräte hier mitnehmen. Ganz wichtig. Und alle Sachen, die wir hier so finden können. So. Königin Eieren, freudige Katze, schon wieder? Ich hätte euch beim letzten Mal doch den Schwanz abgezogen. Ach, halt die Klappe. Das war ein besserer Tod, als sie verdient hat. Gute Zusammenarbeit, meine Freunde. Trefft Ras am Eingang, sobald ihr die gestohlenen Gegenstände geborgen habt. Mach ich, mach ich. Und eigentlich rennt er jetzt raus. Normalerweise würde ich mir das auch alles angucken. Aber ich habe gesehen, dass hier hinten gerade eine Kiste stand. Und wenn natürlich dann in der Zeit jemand an mir vorbei huscht, dann hat derjenige natürlich die Kiste bekommen. Das wollen wir ja nicht. Wenn wir schon mal eine Kiste sehen, dann möchten wir natürlich auch den Inhalt mitnehmen. So, Käse. Käse ist immer gut. Das nehmen wir auch nochmal direkt mit. Schauen hier mal, ob hier noch irgendetwas Gutes mit bei ist. So, ich glaube, den Rest haben wir alles. Ja, das sieht gut aus. Dann müssen wir noch den letzten gestohlenen Gegenstand holen. Yeah!
Erst wollte er mich mit der Schaufel hauen. Wobei, ich habe ja eben noch von Fallen gesprochen. Ich glaube, Fallen waren jetzt hier doch keine drin. Oder es kommt tatsächlich am Ende, wenn ich komplett zurückgelaufen bin. Das kann auch sein. Oh, der Boss ist da. Sehr schön. Ja, war ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber trotzdem, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Anfang. Ich dachte, der braucht ein bisschen länger, aber das war wohl eher nicht so. Ah ja, hier sind die Fallen, die ich meinte. Ja, ja, ja. Muss mal eben schauen, wo das anfängt. Die muss ich erstmal... Du nervst mich hier gerade. Eins. Das war der erste. Zweite. Ihr seid gelähmt. Nicht denken, bewegen. Nein, ich bin nicht gelähmt. Ich stand nur vor dem Ding und es hat mich trotzdem erwischt. Aber warum sollte das auch funktionieren? So. Oh, 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 hier sind auch wieder welche. Ist hier nicht auch eins? Meine ich doch. Ja, genau. Warum solltest du auch laufen, Mädel, ne? Okay, Moment, da steht er. Nichts schärft die Krallen besser als das Beseitigen von Verbrechern und Mördern. Und wir haben alle überlebt, was den Sieg nur umso süßer macht. Wir haben die Kriegsverbrecherin getötet und die gestohlenen Gegenstände geborgen. Apinia ist tot. Sie wird keine Zivilisten mehr abschlachten. Das dürfte Königin Eiren erfreuen, was wiederum Ra's erfreut. Und wir haben Bravils kleine Schmuckstücke geborgen. Das war gute Arbeit, ja? Dieser wird wohl hier bleiben. Er wird sich die Handelskompanie näher ansehen. Bleib duftend, meine Freundin. Und wir haben eine unidentifizierte Ausrüstung von Sitis Berührung erhalten. Die schauen wir uns nochmal eben an. Ein Bogen, sehr schön. Den habe ich auch noch nicht. Zack. Ja, ich stelle mich mal hier ins Licht, damit man mich ein bisschen besser sieht. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wir haben jetzt zwei Folgen in einer, beziehungsweise zwei Quests in einer Folge unterbringen können. Und dann schaue ich mal, dass wir in der nächsten Folge uns in Quatsch treffen. Ich hoffe inständig, ja, dass da sozusagen die Hauptstory, ich weiß nicht mehr genau, ob das mehrere waren oder ob das nur eine etwas längere Quest war, ich bin mir nicht sicher, aber das ist meine Lieblingsquest hier in der Goldküste. Dann hoffe ich mal, dass wir die auch in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Folge machen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.